So, schauen wir doch mal da hinten. Was sagen die Kabel hier? Da geht auch noch ein bisschen was. Aber auf 1000 zu kommen ist echt, boah, ist echt schleppend, ne? Das Ding ist nicht so schnell. Wieso liefert denn der so lahmarschig? Das finde ich nicht gut. Die anderen haben wir noch nicht, ne? Die Zweierbänder. Nee. Der ist schon langsam. Der ist schon richtig langsam. Beziehungsweise ich kann es ja... Genau, ich kann es eigentlich fusionieren, ne? Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt eine so gute Idee ist, aber ich mach's einfach mal. Ja. Ich fliege, ich eile, ich komme. So schnell mich meine dicken Schenkel tragen. Sind wir schon wieder so weit? Ja, wir sind schon wieder so weit. Natürlich. Okay, ich mach. Ja. Milestone reached. More complex assembly of parts can now be automated. Project assembly parts can now be constructed and sent up via the space elevator. Note. Project parts are too complex to produce by hand. Und der unten läuft voll, oder wie? Ja, mehr oder weniger. Ich mach das jetzt einfach mal. Freeze. Wenn es blöd ist, kann man es immer noch abbauen. Wird bestimmt eh gleich einer machen. Ja, da habe ich ihn ja dezent scheiße platziert. Entschuldigung. So. Dann machen wir das so. So. Nein, so. Ich habe natürlich keine Platte. Das war ja klar. Natürlich nicht. Warum auch? Warum soll ich mal genug dabei haben? Jetzt aber. So. Das mache ich da weg. Dann machen wir das da dran. Ja, das sollte passen, ne? Und das machen wir so. Und jetzt sollte hier ein durchgehender Fluss sein, ne? Ja. Ja. Und dann sollte der hier schneller produzieren. Das hat er durchgehend. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Habe ich jetzt beschlossen. Ich habe beschlossen, es sieht besser aus. So. Bremsen sie alle aus, habe ich das Gefühl. Gut. Raumschiff ist noch nicht da. Was sagt mein Inventar? Mein Inventar sagt... Oh. Ich habe zu wenig Kabel. Natürlich. So. Was machen wir? Objektscanner und sowas brauche ich jetzt nicht unbedingt jetzt gerade. Der ist immer noch nicht da. Ich brauche Kabel. Ich brauche einfach Kabel, da kann ich forschen wenigstens. Kann ich wenigstens das machen. Da, jetzt wird's beobachtet, was ich da gebaut habe. Und wahrscheinlich direkt bemängelt. Da hat er wieder gefuscht. Hat er wieder Mist zusammengebaut. Ich könnte es ja so einführen, immer wenn ich Mist baue, kriege ich einen mit dem Taser verpasst. Bin ich wahrscheinlich relativ schnell tot. Das...
Ich flitze mal hinterher. Ich guck mir das mal an. Ich beobachte die jetzt einfach mal. Ich beobachte das jetzt einfach mal, was die hier bauen. Genau. Dann lerne ich vielleicht wieder ein bisschen was. Wenn die das hier optimieren. Weil das fehlt mir ja noch. Ich gehe mal bis auf die Seite, sonst stehe ich im Weg. Stell mich mal hier oben hin. Hier störe ich nicht. Und ich habe einen guten Ausblick. Ich glaube, es ist ein bisschen interessanter, als wenn ich jetzt einfach nur immer an der Werkbank rumdümpel und irgendeinen Mist baue, den ich gar nicht brauche. Okay, ja genau. Dann hätte ich jetzt wieder gucken müssen, wie viel da produziert wird, also ja, hier transportiert wird. Und das hätte ich dann auf mehrere verteilen können. Ah, siehst mal, dann hätte ich hier genauso. Ja. Stimmt. Stimmt, stimmt. Das kann man effizienter nutzen, stimmt. Ja, da mangelt es leider noch bei mir. Wie man das effizient nutzt. Aber dafür habe ich ja zwei Profis hier dabei. In Klammern drei Profis. Aber Profi Nummer 3 wird nachher bestimmt alles verschönern. Mit Sicherheit. Boah, geil. Ein Laufsteg. Kann ich hier Bungee Jumping machen? Das wäre voll geil. Nö, das ist so ein hässlicher. Da gehe ich nicht runter. Da ist bestimmt eh alles weggelootet schon. Mit Sicherheit. Was ist das? Aha. Ah, hier geht's runter. Hab ich gar nicht gesehen. Ja, dann geh ich mal gucken. Huch, jetzt wird was runtergerutscht. Mensch, das wäre peinlich gewesen. Aha. So. Da stehst du hier und wirst direkt angegriffen. Was ist denn hier los? Gar nichts gemacht. Ich finde, die Dinger sehen cool aus, ne? Mit ihren kleinen bekifften Augen. Cool. Aber sollten wir da nicht auch, oder soll ich das wieder bauen? Sollten wir da nicht auch so Miner hinstellen? Holen wir die jetzt einfach und stell die da hin. Ist ja wurscht. Brauchen wir noch nicht. Okay, alles klar. Ich dachte nur. Aber gut. Kannst du aber machen. Okay. Dann mache ich das. Dann habe ich was zu tun. Da komme ich mir nicht ganz so doof vor hier. Da hole ich mir jetzt zwei Miner. Ich könnte auch die da unten eigentlich nehmen. Auch egal. Geht mir denn Stangen? Und ich nehme halt einfach die da unten. So, Stangen bräuchte ich mal ein paar. Bleche bräuchte ich ein paar. Den Rest dürfte ich noch haben. Ich kann aber dann, wenn ich schon mal runterlatsch, direkt Strom mitnehmen, ne? Ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Data on the hard drive has been salvaged and can be repurposed to unlock an alternate recipe. Ja, ja, salvaging more hard drives will provide additional alternate recipes. Ich muss noch Ding noch machen. Das war eben noch schnell. Ich muss ja wieder das neue Gedingse da aussuchen. Den neuen Meilenstein.
Sonst vergesse ich das gleich wieder. Ich bin immer so zerstreut, ich will mal hier und da und überhaupt. Und dann vergesse ich mal die Hälfte. Oder ist schon einer ausgewählt? Nee, ist noch nicht. Okay. Dann nehmen wir... Das erachte ich immer noch als unnötig erstmal. Ich glaube, das haben wir relativ schnell zusammen. Dann machen wir das eben schnell. Schrauben, wollte ich nicht schrauben. Die Schrauben hatte ich da hinten. Die wurden schon abgeholt. Okay, alles klar. Lauf. Flo. So. Flupp. Ah, okay. Dankeschön. So. Und das rote Knöpfchen. Juhu. Milestone reached. Biofuel will ensure maximum efficiency of biomass burners. Können wir alles beschleunigen. To aid in biofuel production, you are now capable of removing foliage that consists primarily of wood. Additionally, R&D inflated your pocket dimension. So, ich flitze jetzt hier runter. Dann mache ich das. Bevor ich die mal erstellen konnte, ist schon was anderes entstanden wieder da unten. Das ist doch nicht wahr. So langsam bin ich. Natürlich, jetzt viel Kupfer. Natürlich. Logisch. Warum auch nicht? Abbauen. Muss ich auch mit. Nee. Wie baue ich dich ab? Ah, meiner, nee. Ja, das macht natürlich Sinn. Gut. So. Ja gut, den hätte ich jetzt auch besser platzieren können. Weiter Knopf, wie immer. So. So sitzt er besser. So. Ist der? Der ist da. Okay, dann mache ich den so. Ja, das passt ja. Genau. Ich brauche Draht. Ich muss die jetzt erstmal anschließen. Haben, wenn ich nicht alles in Kabel umgewandelt habe. Aber nach den Kabeln könnte ich ja eigentlich auch gucken, weil dann könnte ich ja wieder forschen. Das mache ich doch gerade mal. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Hüpf. Ist hier oben drin. So. Das sollte reichen. Und wieder runter. Ja, da geht's wieder los, die ewige Latscherei für mich. Weil mein Gehirn so funktioniert, wie es funktioniert. Ich immer die Hälfte vergesse. Ich würde auch einfach mal anfangen, mir Sachen zu merken. Dann müsste ich nicht so oft laufen. Ja. Wer nachdenkt, muss nicht so oft laufen. So. Zack. Machen wir den da dran. Dann platziere ich hier noch so ein hübsches Gerät. Machen wir da fest. Dann kommt hier noch einer hin. Und der geht dann da dran. Und der geht da dran. So. Ich glaube, ich muss die machen, ne? Ja. Würde ich behaupten. Der ist schon eingestellt, oder? Ne, auch noch nicht. Okay. Aber kurz sagen, warum produzierst du nicht? Aber er produziert. Okay, alles klar. So,
ich laufe wieder nach oben. Beziehungsweise, ich könnte eigentlich ein Lager hier hinstellen, glaube ich, ne? Mache ich einfach mal. Ist ja egal. Schaden tut's nicht. Ich mach wieder zwei. Ob da eins reicht oder zwei, ist egal. So. Dann können die von mir aus volllaufen. Hochlegen tue ich sie noch nicht, weil ich weiß noch nicht, wo ich damit hin will. Sollen einfach mal volllaufen. Für den Fall der Fälle, dass wir was davon brauchen. Festplatte. Gott, was ist das für eine Festplatte? Die in meinem Rechner sieht aber anders aus. Wenn die so gigantisch wäre, würde ich gar nicht wissen, was ich hier für diesen Rechner hätte. Kannst du erforschen. Ich fliege, ich eile. Chef steht oben und beobachtet. Schnell richtig forschen, das krieg ich Haue. Ich weiß nicht. Festplatte. Jetzt. Ah, okay. Okay, okay, okay. Das dauert jetzt aber ein Stück länger, ne? Aber da kann ich weggehen, oder? Ja, da kann ich weggehen. Der macht es dann schon. Der bekommt alternative Rezepte. Aha. Gut zu wissen. Das wusste ich gar nicht bisher, dass sowas gibt. Wie sieht's hier aus? Ich darf wieder was auswählen. Das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Ich mach das. Zack. Ich hab das Gefühl, ich bin so langsam, ich bremse sie alle aus. Steht hier eigentlich? Aha. Okay, okay. Das heißt, ihr schmeißt hier Blätter rein. Blätter. Das kann ich ja machen. Ich kann mal ein bisschen Blätter pflücken gehen. Das mache ich doch jetzt einfach schnell. Dann streuner ich hier wenig rum, sammle ein bisschen Blätter ein. Guck mal, was da hinten ist. Wirklich umgeguckt habe ich mich ja auch noch nicht bis jetzt. Und ich überlege, ob ich diesen Spinnenmodus da wieder reinmache, dass wir wieder die coolen Katzen kriegen. Auf der anderen Seite ist dann dieses Rummiauze echt ätzend irgendwann. Wenn die halt nicht durchgehend miauzen würden, dann wäre es schon cool. Aber ich kann ja aber zwischendurch wieder reinschmeißen. Nein, lass mich in Ruhe. Geh weg. Verschwind. Ja, ja. Trampel du nur rum. Ach du. Ja, das beeindruckt keinen. Nee, nee, nee. Mhm. Ja, da kannst du mir in den Hintern treten, wie du willst. Jawohl, bin ich schneller zu Hause. Vielen Dank. So. Ist das hier auch Blätter? Nee, das ist Holz. Holz. Und hier ist Blätter. Okay. Blätter und Holz. Hier aus schon wieder voll? Nee. Doch. Nein. Was fehlt? Ein Stang. Okay, dankeschön. So. Milestone reached. Improved versions of conveyor belts and conveyor lifts are now accessible. To encourage additional verticality, conveyor poles now have a stackable variant.
Jetzt macht die Forschung, die läuft noch, ne? War keine 10 Minuten, die ich jetzt hier rumgelaufen bin. Das war vielleicht 3. Und? Ja, also ungefähr. Sagen meine Kabel. Jetzt habe ich es aber fast, ne? Ja. 800 haben wir schon. Ja, 900, 903. Dann haben wir es ja fast voll. Vielleicht kann ich ja noch von Hand welche produzieren. Beziehungsweise muss ich gar nicht. Nö. Eigentlich muss ich das gar nicht. Alles was komme ich mal. Das mache ich auch aus Quarz. Ich mache beides aus Quarz, okay. Ich mache mal Quarz. Ich weiß zwar noch nicht für was, aber irgendwann braucht man. Irgendwann werde ich ihn brauchen. Wir. Wie auch immer. Baue den Weltraumlift. Ja, aber den kann ich hier nirgends platzieren, ne? Der ist ja, der ist ja ein wenig groß. Den könnte ich da oben platzieren, eventuell. Das ist wieder leer. Versorgt. Ich fühle mich nutzlos. Was soll ich machen? Schlafen. Oder aufs Klo. Oh Gott, dem lebt nicht. Nee. Nö. Nee. Mhm. Immer noch fleißig. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Guck mal, der ist eh voll. Ich mache mir ein bisschen Zeug. Was bräuchte ich denn? Stangen habe ich keine, ne? Siehst du. Mache ich ein paar Stangen. Warum auch nicht? Da mache ich überhaupt irgendwas. Da haut es gerade mal eine Sicherung raus. Das lag aber nicht an mir. Ich habe nichts gemacht. Ich mache handgefertigte Stangen. Eisenstangen. So, fertig. Was war hier los? Starten Kraftwerk. Die sind weg. Diese Biomasse-Generatoren, die sind weg. Okay. Aha, aha, aha. Jetzt stehen die alle hier drüben. Gut. Gut, 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 gut. Wurde umgesiedelt, wie es aussieht. Ja gut, macht Sinn. Da muss man es nicht so weit rübertragen, ne? Ich glaube, das macht Sinn, ja. This semi-slug seems to emit unfamiliar energy readings, which could potentially be retrofitted into fix-it technology. A new research tree can now be accessed in the MAM. Kabeltechnisch hole ich mir jetzt die restlichen, dann dürfte die Forschung durch sein, dann kann ich das andere schnell forschen.
Chat wieder ewig nicht gelesen, ne? Ich lasse mich immer so leicht ablenken vom Spielen. Ja, der Katzenmodus. Ich finde das gruselig. Ich finde ihn voll cool. Ich habe nur immer ein schlechtes Gewissen, arme, kleine, süße Katzen abzustechen. Mit dem Taser hier. Ich finde die Spinnen viel schlimmer. Weil ich eigentlich keine Angst vor Spinnen habe. Genau. Forschen wollte ich. Forschen. Wie sieht's denn aus? Ah, 40 Sekunden. Komm, die sieht sich noch aus. Lololo. Was machen die anderen? Die rennen rum und machen was. Die machen Sachen. Okay. Ja, soll ich mitkommen, oder? Ich komm mit. Ich guck mal zu. Beziehungsweise, ich kann ja auch was mitnehmen. Halt. Die Festplatte ist fertig. Moment. Jo. Zack. So. Okay. Analyse abgeschlossen. Sehe jetzt zum ersten Mal. Die gewünschte Belohnung. Welche von den drei Belohnungen wäre denn am sinnvollsten? Was meint ihr? Ich habe doch keine Ahnung. Das Kupfer? So, habe ich gemacht. Jetzt kann ich aber auch schnell noch das andere machen. This is one of multiple edibles we have detected in your vicinity, which are within approved nutritional and medical categories as established by R&D. A new research tree can now be accessed in the MAM. Aber wieder mehr Inventarplatz, ne? So, quarztechnisch, da war nichts mehr. Elektroschnecke habe ich nicht. Okay, alles klar, ich kann laufen. So, ich flitze hinterher. Hui. Ich laufe zu Jamila. Die wird bestimmt wissen, wo sie hin ist. New technologies can be developed based on this new superconductive gold-like element, primarily in power and electronics. A new research tree can now be accessed in the MAM. Nein, ich hör's doch. Wo ist er? Nein, verdammt. Ich war zu langsam. Exakt. Ja, gib ihm den Rest, mach ihn fertig. Das ist so eine Killerblume. Und Gift. Killerblume und Gift. Ich hätte ja trotzdem gerne hier Zeug, wenn hier welches liegt, ne? Aber es ist bestimmt schon alles weg. Ja, fast.
viel mehr geht hier, glaube ich, nicht. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Ich schau mal. Irgendwas wird sie bestimmt geben. Aha. Da komme ich bestimmt irgendwie hoch, oder? Ich kann doch da bestimmt irgendwie hochlaufen. Oh Gott. Ich bin mir doch nicht so sicher. Oh. Verschwind! Wo? Wo ist er? Hier, komm doch! Wieder laufen. Naja. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich da hochkomme. Ich kann es mal versuchen. Aber sieht eher ein bisschen glitschig aus hier. Aber guck mal, wer da ist. Ja. Nee. Da komme ich nicht hoch. Die Olle. Ah. Kommst klar oder was? Wo bist denn du? Du bist nicht rum hier. Ja, schön. Noch ein gescheißert. So. Aber ich komme nicht zur Schnecke hoch, ne? Das ist ungünstig. Ich würde da gerne hochkommen, aber ich glaube, ich komme da nicht hoch. Ich glaube, da kann ich versuchen, wie ich will. Ne, da rutsche ich ab. Verdammt. Naja. Versuch was wert.